Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ein ganz tolles Päckchen vom Moses Verlag zugeschickt bekommen und es geht nicht um Bücher. Das war alles drin, das möchte ich euch jetzt gleich zeigen. Es geht um die Reihe Nice and Foxy. Da sind bei den Motiven vorrangig Fuchs, Eule, Reh und Eichhörnchen. Also alles, was gerade auch so angesagt ist. Und ich zeige euch einfach mal, was so im Paket drin war. Zum einen waren diese Magnetlesezeichen drin, das finde ich sehr, sehr praktisch. Die macht man hier oben nur so an die Buchseite dran und die sind super, super süß. Also hier einen mit dem Fuchs, mit der Eule und mit einem Blümchen und die kosten 2,95 Euro, finde ich super, für drei Stück. Dann war noch dabei ein Stempelset, da kann man so eine Sprechblase stempeln oder den Fuchs, die Eule wieder oder ein Blümchen. Ja, Nice and Foxy Stempelset. Kostet 5,95 Euro. Kisses for you, sagt der Fuchs. Genau, ist aber nicht für Kinder unbedingt geeignet. Oder jedenfalls nicht von 0 bis 3 Jahren. Aber alle, die so Filofaxing betreiben, was ich ja so überhaupt gar nicht mache, für die wäre das bestimmt sehr, sehr interessant. Dann war drin ein toller Kugelschreiber. Da hängt so eine kleine Eule dran. Und der ist so rosa, pastellig, türkis gehalten. Das gefällt mir ja auch sehr, sehr gut. Der kostet 3,95 Euro. Und ich guck mal schnell. Und er schreibt blau. Und schreibt auch sehr, sehr gut, wie ich gerade festgestellt habe. Also der ist super süß. Und passend dazu ein Notizbuch. Mit hier vorne ist das Reh drauf. Hinten ist die Eule drauf. Mit so einer Ringbindung. Und hier auch nochmal mit so einem Gummiband. Und das kostet 5,95 Euro. Solche Gummibänder finde ich immer ganz schön. Ich habe manchmal Notizbücher, in die ich noch was reinklebe oder noch Zettel so mit dazulege. Und da hält das mit so einem Gummiband dann natürlich alles sehr, sehr schön zusammen. Gerade wenn man noch was einklebt, dann explodiert es oft gerne mal. Und wenn man da noch was zur Befestigung drumherum machen kann, finde ich das sehr, sehr schön. Und optisch ist das so absolut meins. Finde ich total schön. Die Farben harmonieren schön miteinander. Es ist jung, es ist frisch und es ist super trendy. Und mein Highlight, das möchte ich euch ganz zum Schluss zeigen. Mein Highlight sind diese Buchstützen. Ich suche seit Jahren nach Buchstützen. Und ich wollte halt immer kein Heidengeld dafür ausgeben, weil die top aussehen, sind auch meistens mega teuer. Und die man sonst so kriegt, sehen einfach total scheiße aus. Wirklich ungelogen. Da gibt es echt nur hässlichen Kram. Und ich wollte was Schönes haben für meine Bücherecke da hinten und jetzt habe ich es endlich. Ein Fuchs und eine Eule. Super, super süß. Ich würde die einfach mal für euch auspacken. Die kosten übrigens 16,95 Euro und das finde ich super. Als ich so ein bisschen recherchiert hatte, die mir gefallen haben, da war ein Stück 20 Euro. Also. Und die sehen dann zum Beispiel so hier aus. Also die sind auch relativ schwer und damit werden sie auch schön stabil sein. Und die stellt man hier werden die Bücher aufgestapelt. Obwohl ich jetzt gerade am Überlegen bin, ob ich sie wirklich hier in meine Bücherecke stelle oder ob ich sie bei Vins Bücherecke in seinem Kinderzimmer aufstelle. Oder ich kaufe mir einfach nochmal ein zweites Paar. Das ist auf jeden Fall der Fuchs dann dazu. So sieht das ganz aus. Oder eher eine Füchsin, weil die hat ja eine Kette um. So hier jedenfalls. Also ich finde das super, super süß für Kinder als Geschenk, beispielsweise für Leseratten. Das ist mal was anderes. Man schenkt kein Buch, kein Lesezeichen, sondern Buchstützen. Das hätte ich mir als Kind gewünscht. Ich hatte nie schöne Buchstützen, bis jetzt. Ja, finde ich super süß, wie gesagt, für Kinder. Aber auch für Erwachsene finde ich das schön. Also ich freue mich genauso darüber, wie ich mich mit 12, 13, 14 wahrscheinlich darüber gefreut hätte. Ich bin jetzt aber echt am Überlegen, ob sie bei mir hierher kommen oder ob sie echt bei Vince ins Zimmer kommen. Ich glaube, es würde aber darauf hinauslaufen, dass ich einfach nochmal ein zweites Paar kaufen werde. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite vom Moses Verlag unten in der Infobox. Da gibt es natürlich nicht nur so Papeterie. Spricht man das aus? Papeterie? Bin ich gut im Französischen. Also da gibt es nicht nur solche Sachen, wie ich euch gerade gezeigt habe, sondern natürlich gibt es da auch Bücher. Könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ich bin auf diese Sachen von Nice and Foxy in einem Spielzeugladen im Urlaub aufmerksam geworden, wo wir in Schwerin waren. Der war super, super, mega gut sortiert. Da gab es richtig tolle Sachen. Vor allen Dingen von Marken, die ich
so noch gar nicht kannte und mit denen ich mich dann, als wir zu Hause waren, so ein bisschen beschäftigt haben. Und da bin ich dann auf Nice and Foxy und den Moses Verlag gestoßen und habe dankenswerterweise dieses tolle Paket zugeschickt bekommen. Ich werde jetzt mal beim Moses Verlag noch so ein bisschen stöbern, was die für schöne Bücher haben. Wenn euch da dann Buchrezensionen unter anderem vom Moses Verlag interessieren, könnt ihr sehr, sehr gerne bei meinem Buchkanal vorbeischauen. Der ist wie immer unten in der Infobox verlinkt, genauso wie Moses Verlag. Und da verlinke ich euch wahrscheinlich nochmal direkt irgendwie diese Nice and Foxy-Reihe. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn euch die Produkte gefallen, schaut gerne mal beim Moses Verlag vorbei. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!